Gerne, damit guten Abend, liebe Zuschauer. Ja, und da kam einiges an Niederschlag bei uns so Quadratmeter runter. Regen. Waren es stattliche 120. Und davon allein summierten sich am 22. August nach ergiebigem Dauerregen im Ortsteil Neuz nordwestlich von Halle 116,4 Liter allein auf den Quadratmeter. Also das ist schon eine ganze Menge. Und ja, was die Sonne angeht, da hatten wir auch kein so leichtes Spiel. Ihr Soll von 198 Stunden wurde ebenso nicht erfüllt, wie auch die Temperaturen. Mit einer Durchschnittstemperatur von 16,7 Grad war es dazu eben auch noch zu kalt bei uns. Wir schauen wieder nach vorn und auch hier wird es wieder ein bisschen frisch werden in der Nacht. Dabei ist es dann aber überall trocken und morgen zum meteorologischen Herbstanfang kommt dann endlich wieder die Sonne raus. Heiter bis wolkig geht es in den Tag, teilweise auch noch mit ein paar Nebelfeldern, aber die lösen sich dann doch relativ schnell bei uns auf und dann gibt es einen freundlichen Mix aus Sonne und Wolken und dazu wird es dann auch endlich wieder etwas wärmer bei uns. Spätsommerlich und freundlich bei weiterhin frischen Nächten geht es dann bis zum Sonnabend bei uns weiter.